Wenige Jahre vor seinem Tod gründete der heilige Mann Fes das heutige geistige und religiöse Zentrum des Landes. Die älteste der vier Königsstädte Marokkos und die besterhaltene mittelalterliche Stadt der arabischen Welt. Die meisten Gelehrten, die angesehensten Prediger, die besten Handwerker, sie alle stammen aus Fes. Ein unüberschaubares Gewirr von Häusern und verschlungenen Gassen bildet den Stadtteil Fes El Bahli. Es dauert Tage, bis der Besucher ein erstes Orientierungsgefühl entwickelt. Das Bab Boujelout, wegen seiner Farbe auch das Blaue Tor genannt, ist der Haupteingang zur Altstadt. Tag und Nacht wird in den engen Gassen gehandelt und gefeilscht. Eine ungewöhnliche Spezialität und bei den Einheimischen sehr beliebt: Kamelfleisch. Schmackhaft, allerdings nicht immer für europäische Gaumen geeignet. Das zähe Fleisch muss länger als üblich gekocht werden. Ohne die allgegenwärtigen Esel würde in den engen Gassen der Souks gar nichts mehr gehen. Klaglos transportieren sie Gewichte bis zu 100 Kilo. Früher waren sie Umschlagplatz für Nachrichten und Klatschgeschichten. Auch liebestolle Frauen sollen sich hier eingeschlichen haben. Die Fonduks, Herbergen für Karawanen aus dem ganzen Orient. Heute haben sich in den meist quadratischen Innenhöfen Handwerker niedergelassen, die schon seit mehreren Generationen ihrem Geschäft nachgehen. Das Weben von Tüchern, traditionell Männerarbeit. Meist schließen sich mehrere Handwerker und Verkäufer zu Kooperativen zusammen und teilen sich anteilig den Gewinn. Traditionelles Handwerk, wohin das Auge auch blickt. Egal ob Sitzkissen oder die berühmten marokkanischen Pantoffeln, die Babouche, das Angebot ist überwältigend. Leder in jeglicher Form. Ein typisches Mitbringsel aus dem Land im Norden Afrikas. Aber kaum einer der Urlauber, die mal bierernst, mal lustvoll um die Preise feilschen, macht sich eine Vorstellung davon, unter welchen strapaziösen Umständen immer noch die Felle von Ziegen und Schafen bearbeitet werden. Wie ein riesiger Mahlkasten wirken die gewaltigen Bottiche, in denen die Felle zunächst in Taubenkot gegerbt und später gefärbt, geschoren und getrocknet werden. Eine uralte bewährte Methode, an der sich bis zum heutigen Tag nichts geändert hat. Der beißende, stechende Geruch dringt unangenehm in empfindliche europäische Nasen. In der Hitze des Hochsommers wabert der Gestank durch die umliegenden Gassen des Gerberviertels. Der Beruf und die Arbeitsstelle. Nicht selten wird sie vom Vater an den Sohn weitergegeben. Seit 900 Jahren sind die Gerber und Färber eine wichtige Stütze für den Reichtum der Stadt. Treu und ergeben wie immer. Die genügsamen Esel auch hier im Gerberviertel. Was wie eine Hollywood-Kulisse aussieht, ist teilweise auch eine. In Ait Ben Haddou, an der Straße der Kaspars gelegen, entstanden Filme wie Lawrence von Arabien, Jesus von Nazareth und Gladiator. Der Xar, diese wehrhafte Ansammlung von Wohnburgen, ist, da bestens erhalten und renoviert, zweifellos die spektakulärste Sehenswürdigkeit des Südens. Heute lassen sich Urlauber auf den Rücken der nimmermüden Esel über das Flüsschen übersetzen. Früher rasteten im Wehrdorf große Karawanen, beladen mit Gold, Seide, Elfenbein und Sklaven auf ihrem Weg zwischen Timbuktu und Marrakesch. Oben, auf der Spitze der Burganlage, ragen die Ruinen eines ehemals riesigen Agadir, eines befestigten Getreidespeichers, auf. Es ist aber der Blick über die Landschaft und zu den Ausläufern des Hohen Atlas, der den schweißtreibenden Aufstieg lohnt.
Nur langsam steigt die Sonne am nächsten Tag am Horizont, wärmt die verfrorenen Glieder und sorgt für die Schattenspiele in den gewaltigen Dünen. Meisterliche Kunstwerke aus Sand, eine sehr vergängliche Gebirgslandschaft. Majestätisch erhaben. Von einer geradezu überirdischen Schönheit, so präsentiert sich die Wüste im Süden Marokkos. Und als wären die Kamele die Behüter dieses abweisenden Landes, strahlen sie die gleiche stolze Unnahbarkeit aus wie das karge Sandmeer. Die Menschen haben sich die Erde auf Befehl Gottes untertan gemacht. Doch den Garten Allahs, die Wüste, konnten sie nicht bezwingen.